Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Bock auf Books. Ich bin Janine und ich möchte euch heute meine Neuzugänge vom Februar zeigen. Das sind die Bücher quasi. Und ja, ich muss noch mal kurz gucken. Wolkenschloss. Ist, glaube ich, habe ich, glaube ich. Nee, ach ja, das hatte ich euch schon gezeigt. Okay. Gut, ich habe auch ein paar E-Books mehr geholt, die versuche ich irgendwie noch mit einzublenden. Mal schauen, wie es klappt. Ich habe euch ja gesagt, dass mein neues Videoprogramm irgendwie für die Katz ist. Und ich muss es noch irgendwie so herausfinden, wie das mit dem Einfügen von. Von Sachen ist. Ne? Ansonsten mache ich einen Cut und kommt dann das Bild einfach dazu. Beziehungsweise zum Ende erzähle ich euch einfach über die E-Books was. Ich fange an mit der Leserunde für den dritten Teil der Schattenloge. Andreas Suranek, Das Erbe der Macht. Das ist mittlerweile das siebte Hardcover. Das siebte Buch, besser gesagt. Er hat ja immer verschiedene Zyklen quasi oder Staffeln. Und dieser Zyklus endet demnächst, also ich glaube mit dem, nicht mit dem beiden, mit dem nächsten Dreier müsste es dann eigentlich enden. Ich bin ja wie gesagt bei der Leserunde, muss aber sagen, dass ich das erste E-Book, sind ja immer drei, in das erste E-Book bin ich so gar nicht richtig reingekommen. Fragt mich nicht, warum. Es hat einfach unfassbar lange gedauert, das heißt Blutzeit. Es war mir einfach zu viel mit Vorspringen, Rückspringen, also mit Gegenwart, Vergangenheit, ohne dass es vorher irgendwie signalisiert wurde, wo wir jetzt sind. Und das hat manchmal ein bisschen gedauert, muss ich ehrlich sagen, ehe ich mich richtig reingefunden habe. Bin ich jetzt wieder in der Vergangenheit oder bin ich in der Gegenwart? Das war ein kleines bisschen blöd. Das hat mich echt gestört. Ansonsten gibt es schon ein paar schöne Ausschnitte, ein paar gute Szenen. Seelensplitter ist das nächste E-Book. Das Bild hier finde ich auch wahnsinnig, wahnsinnig schön. Und das dritte E-Book heißt Schattentanz. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und denke, dass ich jetzt besser reinkomme in das Ganze. Genau, ich habe mir endlich den dritten Teil von Godspeed selbst gekauft. Hat auch nur, ich glaube, 4 Euro schieß mich tot gekostet. Ich muss mal den Aufkleber hier abmachen. Und ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Nachdem ich letztes Jahr Teil 1 und Teil 2 gelesen hatte, Teil 1 habe ich aktuell einem Bekannten gegeben zum Lesen. Der wollte es unbedingt mal haben. War ich doch echt interessiert und gespannt, was nun oder wie die ganze Geschichte nun endet, muss ich sagen. Und ich freue mich wahnsinnig darauf. Ich werde es sicherlich irgendwie so im März, April werde ich dann doch endlich lesen. Die Ankunft heißt es, hat 78 Seiten. Also ich bin gespannt, doch echt. Eddie Fox und der Spuk von Stormy Castle von Angela Zillert. Ich habe euch ja die drei Bücher bis jetzt auch schon in diesem einen Unboxing gezeigt, Video gezeigt. So. Magie, Spuk und Freundschaft und eine ganz besondere Schule. Auf dem höchsten Felsen, weit und breit, dort wo der Wind mächtig weht und braust, liegt sie da, die uralte Burg Stormy Castle. Eddie Fox seit 288, ein Vierteljahren tot, ist der Herr über die Burg. Doch eines Tages ist es mit der Ruhe vorbei. In das alte Gemäuer soll eine Schule einziehen. Wie bitte? Lärmende Kinder? Eddie beschließt, die Eindringlinge mit viel Spuk zu verjagen. Klingt echt cool. Ist der erste Teil einer Reihe. Habe ich über Vorablesen gekriegt. Über Vorablesen.de erhalten. Und das ist dieselbe Autorin wie... Ach hier. Das Buch von Chili. Achtung, Chili ist los. Yay. Genau. Deswegen wollte ich das Buch auch haben. Deswegen hatte ich das auch angefragt, ob ich es kriege. Und ist ebenfalls für Antolin
Gedacht. Antolin ist die App, wo Kinder quasi beim Lesen Punkte kriegen, indem sie ein paar Fragen über die Geschichte beantworten. Und ich hoffe so sehr, dass mein Sohn endlich in diese Antolin-App kommt, der so quasi so dieses Programm endlich in der Klasse eingeführt wird, weil wir so viele Bücher von und mit Antolin haben, dass ich mich wirklich freuen würde. So. Bereits gezeigt und erzählt habe ich euch über von, wie, mit, dazu und so weiter. Erika Feldmann, mein magisches Heim, Hexenwissen für ein harmonisches Zuhause. So. So zaubern sie ihre ganz individuelle Wohlfühloase. Die Grundidee dahinter ist ja eigentlich echt, echt interessant und schön. Und ich habe wirklich gedacht, okay, wenn ich so ein bisschen vielleicht mit den Fingern schnipse, passiert irgendwas Magisches mit meiner Wohnung. Nie. Und ich habe mich echt durchgewühlt in diese ganze Thematik. Und so, aber es ist, wie gesagt, guckt euch einfach das Video an dazu. Dann wisst ihr, warum mir das Buch nicht gefallen hat. Mein Wunschbuch bei Vorablesen. Ich habe tatsächlich das Glück gehabt, dass ich 4000 Punkte gekriegt ha zusammen hatte. Und wenn man 4000 Punkte zusammen hat, dann kann man sich ein Wunschbuch aussuchen. Und ich habe mir dieses Schmuckstück genommen, das Licht von 1000 Sternen. Ich will, dass er mich küsst, mehr als je, weil ich je etwas anderes gewollt habe, egal wie gefährlich dieser Wunsch auch sein mag. Noch nie hat Haber einen Menschen so geliebt wie Ashton. Doch in ihrem Leben ist keine Zeit für Abenteuer, Spontanität und Kompromisse. Dabei sollte nichts wichtiger sein als die erste Liebe, oder? Originalausgabe aus dem DTV-Verlag und es geht um. Ashton, nee, Haber, kann nicht so nach der Schule und nach ihrem Studentendasein und so, ist sie eben zu Hause, muss sie zu Hause sich um ihren kranken Bruder kümmern, der Autist ist. Und dadurch wird die Geschichte sicherlich sehr, sehr emotional. Ich habe schon ein bisschen überlegt, ob ich bereit bin für eine solche Geschichte. Warum wird sie jetzt dunkler? Aber ich gehe davon aus, oder ich denke, ich hoffe, ich freue mich einfach, dass diese Geschichte mich einfach nur packen wird. Erscheinen wird sie am 13.03. Und ja, wie gesagt, also ich finde das, die ganze Aufmachung, das leuchtet so schön und so. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig toll. So, das sind die physischen Bücher, die ich euch zeigen wollte. Ich habe zudem noch E-Books bekommen, beziehungsweise mir selber gekauft. Ein Rezensions-E-Book habe ich, das kann ich euch, wo habe ich denn jetzt? Von Mara Lang habe ich das Buch Der Atem des Lichts erhalten, und zwar ist es der zweite Teil von Das Juwel der Finsternis. Ich habe es auch schon gelesen, dazu erzähle ich euch dann in meinem Lesemonat etwas. Erschienen ist es aber noch nicht, also es kommt erst im März noch raus. Weshalb ich jetzt nur gucke, dass ich euch das Bild irgendwie irgendwo einblende. Und wenn es am Ende noch als Outro ist, ne? Ihr wisst Bescheid mit dem Videoprogramm. Ich muss mich mal richtig, richtig krass einfuchsen damit. Aber jedes Mal, wenn ich es versuche, hängt es sich dann doch irgendwo auf. Naja, gut. Erzähle ich euch weiter über die weiteren E-Books, die ich euch wahrscheinlich irgendwie einblende. Ihr wisst Bescheid am Ende. Vielleicht kommt das einfach dann am Ende des Videos, wie gesagt, noch, ne? Ich habe mir auf jeden Fall geholt von Joshua Tree die komplette Trilogie Pilgrim. Bin ich gespannt. Mein Akku von der Kamera ist bald alle, deshalb beeile ich mich dann doch mal. In dieser Trilogie, die mittlerweile 5,99 € wieder kostet, ich habe sie für 99 Cent mir geholt. Gibt es drei E-Books wohl? Die Rebellen, die Verlorene und die Geächteten.
Pilgrim ist eine Welt der magischen Wunder. Es gibt nichts, was die unzertrennlichen Freunde Magnus, Snai, Tascha, Tom und Felix mit der Kraft ihrer Gedanken nicht vollbringen könnten. Auf einem einsamen Berg im endlosen Ozean einer uralten Welt bezahlen sie und die anderen Pilgrim ihre Macht mit Disziplin und Gehorsam gegenüber dem Hüter der Seelen. Als eine beispiellose Katastrophe ihre Welt für immer aus den anderen reißt, sehen sich die fünf der großen Herausforderungen ihres Lebens gegenüber. Sie werden in ein Leben geworfen, von dem sie zuvor nicht wussten, dass es existiert. Und diesem Leben gibt es keine Magie, keine Gnade und keine Hoffnung. Alles außer ihrer Freundschaft. So rum. Dann habe ich mir geholt. Wo habe ich denn? Ah. Die Tote von Rosewood Hall, Lady Jane, von Annice Bell, gibt es auch als Hörbuch. Wiltshire 1860, Lord Henry Pembroke hat sich alle Mühe mit der Ausrichtung eines Balls für seine geliebte Nichte Lady Jane in Rosewood Hall gegeben. Auf der Gästeliste stehen die begehrtesten Junggesellen der Londoner Gesellschaft. Denn der kranke Lord möchte die Zukunft seiner Tochter, die ihm mehr, seiner Nichte, die mehr eine Tochter ist, gesichert wissen. Doch der Abend nimmt einen gänzlich anderen Verlauf. Wenn ich jetzt weiterlesen würde, würde ich wahrscheinlich den ganzen Verlauf des Buches verraten. Das mache ich nicht. Außerdem habe ich mir geholt als E-Book das neue Cover von EZ, also das neue E-Book quasi von Esther Bavar mit neuem Cover. Ich habe das Buch eigentlich schon zu Hause. Ich habe es mir jetzt nochmal für 99 Cent geholt. Weil ich glaube, dass ich habe das Gefühl, dass diese Ausgabe fehlerfreier ist, also weniger Fehler hat als die, die ich habe. Und soweit ich weiß, hat Esther sowieso zwischenzeitlich auch noch ein paar andere Sachen geändert. Somit wäre ich in dem Sinne up to date. Drei Völker mit derselben Gabe gesegnet. Der Wunsch, andere zu schützen, das Verlangen nach Macht, Intrigen, Geheimnis und die Tatsache, dass nicht so ist, wie es zu sein scheint. Als Attach mit dem rätselhaften Verschwinden der Bevölkerung Izets konfrontiert wird, nutzt er die Gelegenheit, um den gesellschaftlichen Zwängen zu entfliehen. Aus Pflichtgefühl nahm er den Posten des obersten Lords an, doch der Wunsch nach Freiheit lässt ihn auf die Suche gehen. Ich habe letztes Jahr irgendwann, doch im Juni, Juli, habe ich auf jeden Fall den, quasi die Vorgeschichte zu der Geschichte gelesen. Was bedeutet, dass ich weiß, wer Attage jetzt eigentlich ist. So. Außerdem habe ich ganz zufällig für 99 Cent, als ich die Rezension zu diesem Buch geschrieben habe, habe ich von Elena Münscher Der Zeitenweg gefunden. Hat auch nur 130 Seiten. Bruni lebt auf dem Dorf und besucht die Schule in der Stadt. Das wäre nichts Besonderes. Würde das Dorf nicht 1671 existieren und die Stadt 1971. Und ihr Schulbesuch ist nicht nur etwas Besonderes, er ist gefährlich, lebensgefährlich. Der Dorffahrer, Vater Johannes, verdächtigt jeden, der Kontakt zur modernen Zeit hat, der Hexerei. Wird Bruni beim Schulgang erwischt, droht ihr der Scheiterhaufen. Dann kommt der Tag, an dem das Dorf von einer Katastrophe heimgesucht wird. Nur in der Stadt kann Bruni noch Hilfe finden, aber diese Hilfe kann ihr den Tod bringen. Was soll sie tun? Erschienen ist am 15. Mai 2014. Hat ganz gute Rezensionen tatsächlich. Aber ich habe, wie gesagt, noch nie etwas davon gehört. Fand es aber eigentlich ganz interessant. Und auch das Cover ist jetzt gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Kann man jetzt ganz schlecht sehen. Ich werde es sicherlich versuchen, irgendwie einzubinden. Ne? Wenn ich mich jetzt nicht irre, war es das tatsächlich mit meinen Bücherneuzugängen. Ja, weiter war nichts. Also es hält sich noch in Grenzen, muss ich sagen. Genau. Bin ich allerdings auch froh drüber, weil ich muss ja immer meine ganzen Bücher auch lesen, ne? Genau so. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine schöne Zeit, einen schönen Tag und wir sehen, lesen und hören uns. Bis bald, eure Janine. Bye.